ist Yuki von Cupcake Studios. Es ist soweit. Wir kommen in die Startlöchern des Love Generators Teil 2. Und zwar folgen heute die Best-Offs. Wir haben mega viele Einsendungen bekommen, die richtig, richtig gut aussahen. Also, uff, ihr habt euch so viel Mühe gegeben. Ihr habt so viel Kreativität reingesteckt. So viel Liebe in eure Cosplays und wir waren echt begeistert und die Entscheidung fiel uns echt, echt schwer. Ihr dürft gespannt sein. Leider haben es nicht alle reingeschafft, leider. Also wir können nicht alles mal berücksichtigen. Das sind 3 Cosplayer und die kommen jetzt in die erwähnenswerten Kategorien. Oder die erwähnenswerte Kategorie? Also beide. Und die folgen jetzt. Also ihr seht, die Cosplay sahen echt toll aus und ihr habt euch so viel Mühe gegeben. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Ersten Kategorie, mir hängt das Glitzerding hier dran. Trommelwirbel. Unsere Romantiker. Let's go. Queenie, ist das richtig so? Oh, okay. Ich suche eine Frau. Sie sollte gerne auf Reisen gehen. Tierlieb sein. Und natürlich diese Salamanderaugen haben. Welche Salamanderaugen? Oh, und ich? Okay. Dann melde dich doch einfach bei mir. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Ja, mein Name ist Keith Kogane und ich bin hier, weil ich schon gerne eine Beziehung hätte. Ich weiß, die meisten denken, ich bin nicht so der Beziehungstyp, aber ich meine, ich habe manchmal schon Temperament und ich bin auch manchmal ein ziemlicher Einzelgänger, aber wenn du darüber hinwegsehen kannst, bin ich ein echt guter Freund. Hey guys, it's me, Lance, the Blue Paladin of Voltron. You know, I'm a perfect match. Not like this mullet moron named Keith. Better forget him. Back to the important point. When you're looking for someone who's ready to move heaven and earth to make you happy, then I'm the right guy for you. Let me be the sharpshooter of your heart. Now. Oh. Hi. Also ich bin Marinette. An sich bin ich ein ganz normales Mädchen mit einem ganz normalen Leben. Ich würde gerne irgendwann Modedesignerin werden, deswegen wäre es echt cool, wenn du vielleicht auch etwas mit Mode zu tun hättest. Zum Beispiel Models. Und dann heiraten wir, haben 3 Kinder und eine Katze. Moment, nein, keine Katze. Ein Hamster. Ich liebe Hamster. Wenn euch jetzt nicht warm ums Herz wird, dann weiß ich auch nicht, dann habt ihr ein Herz aus Stein. Jetzt kommt einer meiner Lieblingskategorien. Bad Boys. Da sind schon ein paar Schnittchen dabei. Also, haltet eure Schlüpper fest. Und ich suche die Frau fürs Leben. Sie sollte braun gebrannt sein, den Rundungen an den richtigen Stellen. Und ich sag nur,
Bacon. Mm. Ah, Sie suchen einen Arzt für Ihr gebrochenes Herz. Dann melden Sie sich unter dieser Adresse und vereinbaren Sie noch heute einen Kontrolltermin. Es wird nur etwas wehtun, aber ich verspreche ganz zärtlich zu sein. Ich muss los. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren echten Arzt oder Apotheker. Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit und appreciaten die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Man nennt mich das Preußen. Aber das, oh, hast du das gesehen? Oh, diese Männlichkeit, dieses Lächeln. Schließlich nannte man mich nicht umsonst den größten Staat zu meiner Zeit. Das erinnert mich. Oh, damals mit Edelchan. Das ist Kirsa. Hi, ich bin Lance und ich suche die neue Mrs. Lance. Ich habe einen bestimmten Art von Humor, wenn du den verstehst. Da zeige ich dir mal einen richtigen Löwen. Wenn ihr jetzt euren Schlüpper noch nicht verloren habt, dann I don't know. Also meiner liegt jetzt hier irgendwo 5 Kilometer weit weg. Die allerletzte Kategorie, leider, so schnell geht's, sind die, ja, Charaktere für alle Fälle. Hallo, mein Name ist Takashi Shirogane, 25 Jahre alt, Paladin des Schwarzen Löwens und ja, ich suche einen Partner. Du bist schwul! Kussnack! Ich bin Prompto, ich liebe die Fotografie und Sport ist total mein Ding. Also es gibt mich echt oft, aber hey, jeder braucht doch den einzig wahren Prompto, oder? Und das bin ja wohl ich und yo, ruf mich einfach an, weil... Meine Kanone ist nur für euch geladen. Hallo, du stehst auf Blind Dates und du kannst Frauen bändigen und du stehst womöglich auch noch auf schmutzige Füße, dann bist du hier wahrscheinlich genau richtig. Deswegen ruf mich an. Ich warte auf dich. Wir sehen uns. Hi, ich bin Castiel. Suchst du einen richtigen Engel, der den, ich verstehe nicht, warum soll ich sagen, der dir den Himmel auf Erden zeigen kann? Der Himmel auf Erden, das geht nicht, das weißt du. Boah, ruf ihn bitte an. Das waren alle Einsendungen, die wir uns rausgepickt haben, die wir am besten fanden. Ja, jetzt neigen wir uns den Schluss zu. Jetzt geht's in das Bewertungssystem, das ich euch jetzt erkläre. Das Bewertungssystem des Love Generators Teil 2 läuft folgendermaßen ab. Ihr schreibt in die Kommentare, welche Charaktere ihr miteinander shippt und weshalb oder warum. Lasst eurer Kreativität freien Lauf, wie absurd, wie lustig oder cringe die Ideen sind. Schreibt sie ruhig rein. Habt keine Hemmungen, wir sind gespannt. Ich schreibe wahrscheinlich direkt jetzt auch gleich mein Pairing rein, weil ich da schon ein paar habe, die ich sehr gerne shippen würde. Nochmal vielen, vielen lieben Dank, ihr seid die Besten. Und ja, euch noch einen schönen Tag und Yuki out. Let's ship it!